Hi zusammen, hier ist euer TechMark. Heute gibt es schon wieder ein neues Video und zwar hat ja Philips Hue vor ein paar Tagen neue Features angekündigt, falls ihr es mitbekommen habt. Und darunter war auch eine Integration von Spotify bzw. die Möglichkeit, Spotify mit Philips Hue zu synchronisieren. Heißt konkret, dass eure Lampen bzw. explizit hier gesagt die farbigen Lampen im Takt der Musik blinken und die Farbe wechseln. Dieses Feature wird erst voraussichtlich ab Oktober an alle Nutzer ausgerollt, aber es gibt jetzt die Möglichkeit beim Early Access, also beim früheren Zugriffsprogramm quasi teilzunehmen. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe seit gestern Zugriff auf den Early Access für die Spotify-Integration und daher möchte ich euch gerne zeigen, wie das Ganze eingerichtet wird und wie man das dann auch nutzen kann. Falls dir das Video gefällt, gleich vorab, dann hinterlass gerne ein Like, am besten auch noch ein Abo mit aktivierter Glocke, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Aber ansonsten schauen wir direkt einmal rein in Philips Hue mit Spotify verbinden im Early Access Programm. Wie soeben schon gesagt, geht es hier um den Early Access, also den verfrühten oder früheren Zugriff auf dieses Feature. Das heißt, einerseits, es kann sich noch einiges ändern, bis das Feature final wirklich an alle User ausgerollt wird. Und zweitens, es kann sein, dass das Feature bei dir in der App noch nicht angezeigt wird. Wo genau man das findet, zeige ich euch dann gleich. Vorweg sei hier nur gesagt, ihr könnt maximal probieren, eure Philips Hue App auf den aktuellen Stand zu aktualisieren, also ein Update zu machen und das gleiche mit der Spotify-App. Man kann leider diesen Early Access-Zugriff nicht erzwingen. Das heißt, da einfach jetzt mal entsprechend nachschauen, ansonsten müsstet ihr vielleicht noch ein bisschen warten. Ein paar weitere Voraussetzungen gibt es auch für die Nutzung. Damit ihr dieses Disco-Feeling erzeugen könnt bei euch daheim, braucht ihr unbedingt eine Philips Hue Bridge. Das heißt, wenn ihr eure Hue-Lampen nur mit Bluetooth verbindet, könnt ihr dieses Feature leider nicht nutzen. Ebenfalls benötigt ihr einen Online-Zugriff auf Philips Hue bzw. auf eure Bridge, da die Verbindung nur dann funktioniert, wenn ihr eben aus der Ferne eure Lampen steuern könnt. Da könnt ihr aber, wenn ihr das noch nicht erledigt habt, einfach in die Einstellungen eurer App gehen und dann unter Steuerung für unterwegs ein Online-Konto anlegen. Dann könnt ihr auch diese Spotify-Funktion nutzen. Und ein letzter Punkt ist noch, die Funktion funktioniert nur mit farbigen Hue-Lampen, nicht mit weißen oder weiß schattierten Lampen. Das heißt auch da einfach darauf achten, dass ihr entsprechend farbige Lampen habt, sonst wird das Feature bei euch nicht funktionieren. Da ein kleiner Tipp von meiner Seite, ich packe immer in die Videobeschreibung mit rein, was für Hue-Lampen ich benutze, ganz allgemein und was für Geräte. Schaut da gerne unten einfach mal rein. Ich habe immer Links reingepackt. Wenn ihr im Begriff seid, euch sowieso was zu kaufen, dann macht das gerne über meine Links. Ihr könnt damit meinen Kanal unterstützen und zahlt aber selber keinen Cent mehr. So, damit hätten wir es auch mit dem Intro quasi geschafft. Dann schauen wir doch direkt einmal in die Einrichtung rein. So, ich habe hier mal die Hue-App geöffnet und in der Hue-App selber gehen wir jetzt einfach in den dritten Tab auf Entdecken und dann seht ihr hier oben schon den Early Access für Philips Hue und Spotify. Hier nochmal, sei nochmal erwähnt, wenn das bei euch noch nicht angezeigt wird, kann man leider nicht erzwingen, dann müsst ihr einfach nochmal warten. Aber schaut auf jeden Fall, dass eure Philips Hue und auch Spotify App auf dem aktuellsten Stand ist. Dann gehen wir da einmal drauf und dann kriegen wir nochmal eine kleine Erklärung, auch was es eben mit dem Early Access auf sich hat. Aber dann schalten wir das ein. Und jetzt können wir mit der Einrichtung bzw. mit dem Verknüpfen beider Konten starten. Ihr seht hier schon, dass wir entsprechend einen Entertainment-Bereich anlegen müssen dazu. Das schauen wir uns danach auch nochmal an, wie das geht. Dabei sei gesagt, es kann sein, dass ihr euch schon einen Entertainment-Bereich angelegt habt. Das braucht man nämlich auch für andere Funktionen. Es gibt zum Beispiel diese HDMI-Sync-Box von Philips Hue auch. Aber das soll uns jetzt gar nicht interessieren. Wir richten jetzt einfach hier mal einen Entertainment-Bereich ein. Hier seht ihr auch nochmal die anderen Auswahlmöglichkeiten. Wir nehmen hier jetzt natürlich das Spotify-Konto, gehen auf Weiter, denn jetzt wird einmal Philips Hue und Spotify miteinander verknüpft. Wir bestätigen nochmal, was mit unseren Daten passiert.
Und jetzt braucht ihr eben euer Hue-Konto. Das heißt, wir werden jetzt auf eine Website geleitet, wo wir uns einmal mit dem Hue-Konto anmelden, das einfach an der Stelle erledigen. Und jetzt in einem zweiten Schritt müssen wir uns noch mit unserem Spotify-Account einloggen. Dazu öffnet sich jetzt bei mir einfach die App auf dem Handy. Ich muss gar keine Daten eingeben, sondern kann einfach bestätigen, dass ich auch Marc bin. Und dann warten wir einen kleinen Moment und dann sehen wir schon die Bestätigung, dass die Konten miteinander verknüpft wurden. Wie gesagt, jetzt müssen wir hier nochmal den Entertainment-Bereich anlegen. Und in meinem Fall nehme ich hier jetzt einen Musikbereich. Ihr seht hier zum Beispiel haben wir jetzt wieder Englisch mit drinnen. Das liegt einfach dran, dass wir hier in dem Early Access sind. Das wird dann in der finalen Version bestimmt alles noch ein bisschen entsprechend angepasst werden. Ich nenne jetzt den Entertainment-Bereich in meinem Fall einfach mal Disco-Küche. Denn in der Küche habe ich die meisten farbigen Hue-Lampen, die wir ja brauchen. Und hier kann ich jetzt eben diese Lampen auswählen, entweder individuell, indem ihr die Räume aufklappt, oder wie in meinem Fall, ich wähle einfach die Küche aus und dann werden alle Lampen, die in dem Fall kompatibel sind, also heißt entsprechend farbig sind, mit übernommen. Im nächsten Schritt müssen nun die Lampen noch positioniert werden im Raum. Das heißt, hier könnt ihr einfach die Lampen mal an die Stelle ziehen, wo sie ungefähr bei euch im Raum sind. Einfach damit Hue weiß, wie eine schöne Lichtkomposition dann auch bei euch im Raum aussieht. Das wird dann entsprechend angepasst. Ich passe das jetzt erstmal an, wo quasi der Ort ist. Und in dem zweiten Schritt, ihr seht es oben rechts, kann ich noch auf Höhe wechseln und auch die Höhe angeben. Falls ihr zum Beispiel eine kleine Standleuchte habt, dann wäre die natürlich eher weiter unten oder auch in der Mitte des Raums. In meinem Fall geht es jetzt hier aber um sämtliche Deckenleuchten bzw. Leuchten, die weiter oben angebracht sind. Deshalb wähle ich die entsprechend aus und ziehe sie alle nach oben. Das Ganze wird gespeichert und der Entertainment-Bereich, hier passt es wieder mit der Sprache nicht, ist entsprechend angepasst. Die Sprachassistenten überspringen wir an der Stelle und damit haben wir die Einrichtung abgeschlossen. Perfekt. Und dann schauen wir uns jetzt noch an, wie wir das Ganze nutzen können und wie das dann auch in Realität so aussieht. So, dazu öffnen wir die Spotify-App und ich wähle mal einen passenden Titel aus. Und jetzt können wir zurück in die Hue-App wechseln. Und hier findet ihr dann, wenn wir da sind, im dritten Reiter in der Mitte den Synchronisations-Tab. Und das können wir jetzt entsprechend mal starten. Ich mache mal die Lichter aus. Und wir schalten das Ganze ein. Einfach durch den Tab hier in die Mitte. Ihr seht, alles ist gerade im Automatikmodus. Wir können jetzt zum Beispiel die Intensität anpassen. Dazu klicke ich einmal auf den Button. Und wir machen das mal auf ganz leicht. Und ihr seht, jetzt ist es eher ein leichter Farbverlauf. Es tut sich hier nicht mehr allzu viel. Wechseln wir das mal auf intensiv. Und ihr seht, jetzt blinken die Lampen schon entsprechend mehr. Ebenso können wir die Farbe anpassen. Es gibt hier ein paar vordefinierte Szenen. Ich wähle hier mal Flackern aus. Und jetzt ist das Ganze schon ein bisschen bunter. Und zu guter Letzt können wir auch noch die Helligkeit entsprechend anpassen. Das heißt, ihr könnt hier das Ganze etwas runterdimmen, wenn euch das zu hell ist, oder natürlich auch wieder heller machen. Solltet ihr mehrere Entertainment-Bereiche haben, könnt ihr hier rechts auch zwischen diesen wechseln. In meinem Fall gibt es aber nur den einen. Und solltet ihr andere Geräte zur Synchronisation haben, könntet ihr die auf der linken Seite noch ändern. Super, dann haben wir das Ganze einmal jetzt eingerichtet und auch ausprobiert. Ich bin mal gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr diesen Early Access selber schon habt, ob ihr es schon eingerichtet habt und ob ihr es auch schon nutzt, wie ihr das ganze Feature findet. Ich finde, wie wir es ja bei der Einrichtung gesehen haben, hier und da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Aber so finde ich es eigentlich ein ganz schönes Feature, sorgt auf jeden Fall für eine schöne Stimmung. Wenn dir jetzt mein Video, Erklärung und Zeigen gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like, hilft mir einfach ungemein weiter. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Da bei mir die Videos immer ein bisschen unregelmäßig kommen, mal ein paar mehr, mal dauert es auch wieder ein paar Wochen, verpasst du auf dem Weg einfach keine Videos. Ansonsten soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, freue mich über euer Feedback in den Kommentaren
Bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Ciao.